So, liebe Leute. So, liebe Leute, Bro. Da sind wir. Heute ist der Dienstag. Genau. Richtig, Bro. Hier mal wieder Daisy, 19 Uhr. Gehen wir direkt runter? Ja, natürlich. 19 Uhr am Start, das, Leute. Ich habe was Cooles gesehen. Also zwei Dinge habe ich gesehen. Nämlich hier einmal, wenn man rausguckt, sieht man nichts. Da ist nämlich Nebel. Ja, Nebel. Eine Nebelwand. Kann man von dem Stock aus auch, aufs Dach. Hier liegt nämlich noch eine Waffe, eine La. Ja, und wir haben heute einen Challenge am Start, Leute. Und zwar ist er Weihnachten. Hä? Und, ja, was denn? Was ist denn da die Weihnachts-Challenge oder was? Weihnachts-Anker-Challenge, ja. Wie geht das? Ja, wir machen jetzt Anker, so lange bis wir sterben. Das ist doch normal, oder? Ach so, das ist normal, oder was? Oder willst denn du jetzt, wenn wir zwei Stunden nicht sterben, eine 2-Stunden-Folge bringen, oder ja, was? Normal, Alter. Na was? Nein. Alter. Bist du irre, oder was? Bist du irre? Ja, hier im Dienstag sind wir wieder super motiviert, Mann. Motiviert natürlich hier. Das ist voll gut. Eigentlich sollen wir zu dieser Sniper-Base pushen vielleicht? Weil man, guck mal, man sieht nix. Bist du schon draußen, ja? Ja. Ja, let's go, ich folg dir einfach. Aber ich habe eigentlich vor allem meine Grafikeinstellungen nichts verändert. Das sieht ja so auf Nintendo 64 früher sah es so aus. Stimmt. Und das ist halt neblig, weil das nicht geladen werden konnte. Ja, in Turok und so. In Turok und so zum Beispiel, ne? Turok, du sahst nichts gesehen. Bestes Game, ja, auf jeden Fall. Bestes Game auf jeden Fall. Naja, und das nutzen wir einfach mal, um dazu dieser Base zu pushen, oder? Ach, die letzten, diese Zeltbase meinst du, ne? This fuck, meinte auch Frau H.A. Ey, richtig krank, oder? Nicht auch dabei irgendwie? Irgendwie habe ich ihn schon mal gelesen, den Namen. Weiß ich nicht, irgendwas mit Floyd, Bloyd oder so. Floyd, Bloyd, ne? Flippo, keine Ahnung. Wie der hieß damals. Das war letzte Folge, wo wir mit den beiden Kollegen. Ja, genau. Das war hier nämlich direkt. Genau. Ja, hier bei Weihnachtsstress, Leute, muss man natürlich gucken, dass wir ein bisschen Content noch liefern können. Für euch über denn die Weihnachtstage. Bei uns ist natürlich auch die Zeit knapp hier. Genau. Ach so, hä? Hä? What? Ah ne, noch ein Baum weiter, ne? Noch eine Reihe weiter ist das, glaube ich. Noch ein Busch weiter, Alter. Ja, da ist oh, es. Lol. Okay. Ich gehe mal rechts rum. Ja. Oh, die Alter. Ist aber krass ausgebaut worden, ne? Oh, rechts noch leer Zelt oder was ist das hier? Ja. Da haben sie sich aber richtig Mühe gegeben. Wollen wir die mal begrüßen oder was? Alter, wie viele Zelte die haben? Wahrscheinlich, oder? Kann man da rüberjumpen? Oh ne, lieber nicht. Nicht schlecht. Okay, hier ist ein Fans mit Code. Hallo? Hallo? Ja, die sind alle abgeschlossen, die Zelte. Das sind natürlich die richtigen hier, direkt an der Military Base. Ist echt so, ja. Aber hier, ey, ohne sich Witz. So eine Base aufzubauen. Wir waren jetzt 4 Tage nicht mehr da und der hat sich so eine riesen Base aufgebaut. Wie geht es am Airfield? Ich glaube sogar nur 3. Da wirst du doch dauernd erschossen, oder nicht? Das ist schon krass. Naja, nö, die holen sich halt das Holz da hinten aus dem... Bist du? Ja, also, bin ich. Ey. Ey, wahrscheinlich ey. Ja, die holen sich das Holz da hinten aus dem Wald. Ja. Den sieht man jetzt natürlich nicht. Aufgrund der Witterungsbedingungen hier in der Daisy Standalone. Natürlich, aber ich finde den Nebel echt geil gemacht, ohne Scheiß. Ich hoffe, das kann man nicht durch so Einstellungen irgendwie schwächer machen. Weißt du, was ich meine? Meinst du, dass die Leute in ihre Grafikeinstellungen gingen, ja. So wie früher, wenn Nacht war, ja, dass man das Gamma hoch oder die Runde, ich glaube, runtergedreht hat, ne, damit man mehr sieht? Ist so, ja. Mal stell dir vor, die Gegner sehen uns und wir sehen halt nichts. Das wäre echt schon ein bisschen unfair jetzt. Oh, fuck. Wahrscheinlich fuck, oder? Wie leicht man fuck sagt heutzutage. Mensch, die Sprache ist natürlich echt verrutscht und du Bastard. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Du Bastard. Hier meinte sie, 19 Uhr pflegen wir natürlich die Sprache. Natürlich, auch sehr gerne. Also, wir benutzen natürlich auch Wörter, die sehr oft frequentiert werden. Achso. Natürlich hier. In unserer heutigen Gesellschaft. Nicht nur die Biodiversität, sondern natürlich auch eine gewisse linguistische Diversität, die wir hier aufrechterhalten wollen. Vielfalt natürlich. Achso. Oh mein Gott. Ey, was ist los mit uns schon wieder, ne? Oben am Dach, am Dach. Scheiße, da waren wir doch vorhin oben, oder nicht? Lass hoch, oder? Gehen, oder? Ja. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht auf? Die vorne ist offen. Die vorne ist offen, wo wir herkamen. Wo war nochmal der Aufstieg? Der Aufstieg? Der Treppenaufgang, da. Ja. Okay, hab Tür, er ist nicht da. Ich würde jetzt einfach mal erwarten, dass er jetzt nicht außen runter geht. Wieso schießen wir eigentlich? Weiß ich auch nicht. Wo bist du? Erster Stock jetzt, rein. Bin im zweiten. Hello? Hello? What's good, dude? What? Hey, what's up, bro? Er aimt auf mich, Wo ist er? Unten? Oh mein Gott, ich bin durch den Bug gestorben, Alter. Ich komm wieder zu dir. Oh,
wir haben uns getradet. Oh mein Gott, schnell hin, oder? Ich glaube, sein letztes Wort war friendly. Ich glaube, es hakt. Ja, oder? Wahrscheinlich. Kurzer Cut würde ich sagen. Nice, perfekt. Kurzer Cut würde ich sagen. Okay, Leute. Kleines Update, oder was? Wir treffen uns hier in Brene nach einer gerade nicht ganz so freundlichen Aktion da, Bro. Du sagst, du siehst da diesen doch nicht ganz friendly Player. Ja, der friendly Player natürlich, der nicht so ganz friendly ist, der dich ja irgendwie genervt hat, sag ich mal. Ja, naja, das war ein kleines Missverständnis. Also nee, eigentlich nicht. Also der hatte halt einen Helm auf, ich habe ihn gebeten, den abzunehmen und ich glaube, der hat nicht ganz verstanden, warum und was ich von ihm wollte. Da habe ich ihm das nochmal gesagt, in den Helm ab, ich verstehe ihn nicht richtig. Und dann ging der halt direkt natürlich hier mit dem Messer auf mich los. Aber gut, ich hatte auch schon die Axt in der Hand, so just in case, weil ich auch nicht wusste, ob der friendly ist. Aber ich habe halt nicht, bin halt nicht auf ihn zu oder so, ne? Naja. Ja, schon ein bisschen traurig bin. Ist das schon, ich bin blau gekleidet, bist du das da links? Stopp. Ich hab bist du das da, ja? Das bist du, ne? Ja, das bin ich. Oh, nice. Wo ist jetzt der Typ? Achso, der war irgendwo. Ich glaube, der ist hier ins Haus rein. Ah, den müssen wir unbedingt stellen. Das müssen wir mal ein bisschen erklären hier, glaube ich. Ich nehme doch schon mal hier die Axt zumindest in die hundertprozentig funktionierende Schnellleiste. Hier irgendwo war der gerade am Looten. Guckst du in dem gelben Haus? Dann gehe ich schon mal eins weiter. Ja. Der lootet dann ja wahrscheinlich hier noch mehr durch, nehme ich an. Auf der war gerade auch am Looten, schätze ich. Der kam halt so ganz unschuldig ins Haus. Ich find's echt traurig, dass es wieder so weit kommt hier auf dem Server. Ja, wirklich. Also der Server ist echt. Also ist das wieder vor allem vorhin noch in eine Bärenfalle gelaufen, random. Ja. Das bist du wieder, ne? Ja. Auf dem Achso, ist Zombie. Bleibst du auf der linken Seite? Ja. Wahrscheinlich werde ich auch gleich gemessert. Ja, ja, pass bloß auf, dem kannst du nicht trauen. Hier Mini 14, ich weiß gar nicht, ob die was taugt in dem Game. Ja, nimm einfach alles mit, was wir finden hier, ne? Ja, gut. Das ist sowieso, ist sowieso die Uncut-Woche heute. Die Uncut-Woche. Natürlich hier die ganz vielen Challenges, die wir noch vor uns haben. Für euch auch ein Weihnachtskalender. Achso. Gott, Alter. Ja, natürlich hier frohe Weihnachten in der Daily Standalone. Gute Nacht, würde ich eher sagen. Gute Nacht. Aber gut, okay. Man muss jetzt natürlich nicht alles schlecht reden. Es gibt natürlich auch schöne Dinge hier in der Daily Standalone, wie zum Beispiel, Bro. Ja, heißt, das genau. Haben wir schon fast gedacht, gar nichts, aber gut. Dass wir uns wenigstens trauen können, achso. Ja, dir traue ich, Bro. Das ist der Einzige, dem ich traue auf dem Server. Ja, seit 5 Jahren, Mann. Ist echt so. Schon krass, wie lange wir das Game schon spielen. Ist wirklich so. Und natürlich auch schon auf, ja, was? Was hast du für eine Waffe gefunden, M14? Ja, nee. Achso, schade. Weil ich hab Mac gefunden. Ich Mini 14, für eine. Aber nicht für die, oder? Weiß nicht, müssen wir gleich mal austesten. Ich bin hier an der Tankstelle, der ist auch wieder nirgends hier, weiß ich nicht, am Start. Schade. Ist irgendwie abgehauen oder so, keine Ahnung. Du, ich weiß es nicht, warum sollte er? Scheiße, ich hätte mich gern gerecht bei ihm so, ne? Zellen, die ist eine kleine Base auf jeden Fall. Aber ich schätze, da kommen wir jetzt erstmal so nicht rein. Nee, tun wir nicht. Da kommen wir so nicht rein, denn... Achso. Nein, die ist natürlich hier versperrt durch die ein oder andere Absperrung. Ach, die Base meinst du mit dem Zelt hier drin, ja? Naja. Lol, nice. Auch wieder kacke, dass man in Gebäude reinbauen darf. Das finde ich auch wieder ein bisschen grenzwertig. Stanton bist du wahrscheinlich, ja? Ja, guck mal, versuch mal direkt, warte. Bin jetzt hier in der Tankstelle. Was willst du? Hier, das muss man. Achso, das Mac. Vielleicht geht es ja da rein, dann kannst du dich wehren. Nö, nice, danke für nichts, Bro. Ja, ich dachte, es geht. Tut mir leid. Ich werde natürlich weiter gucken. Wahrscheinlich es geht in der Daisy Standalone, oder? Ja, schade. Der Typ scheint echt weg zu sein. Ah, Mann, ey. Ich hätte ihn gerne noch so gefesselt, das gefoltert. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, hey, gut, das wäre übelst geil gewesen, ne? Hätte man ihm das nochmal irgendwie erklären können oder so, ne? Der ist ja auch nicht direkt auf mich los. Gucken, vielleicht ist er hier noch. Hier ist noch so ein kleines Military-Zelt. Ja, weiß schon, vielleicht ist er hier noch. Ach so. Lol, die ist aber gerade neu gespawnt. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich will alles haben hier. Ja, nimm alles mit. Ich habe ja schon eine Pistole. Geht natürlich nicht hier direkt, dass man das im Rucksack tun kann. Du musst natürlich alles erstmal in die Hand und in den Rucksack. Aber gut, so sagt das Sprichwort ja auch, Bro, von der Hand in den Rucksack. Von der Hand in den Rucksack. Damals. Ja, bis der Bug behoben wird halt, muss man das jetzt so durchziehen, ne? Bis der Bug behoben wurde.
Das merke ich in die SOCOM, die ich jetzt gerade gefunden habe, oh, Bro. Oh shit, das ist natürlich sick. Das ist natürlich nicht schlecht hier in der Daisy Standalone. Da kannst du dir natürlich jetzt ein bisschen wehren und die ganzen Typen, die uns hier natürlich was attackieren, killen. Achso. Die ganzen Bastarde natürlich. Genau. Wieso komme ich nicht mehr an die Handschuhe ran? Nice, gutes Game auf jeden Fall. Die waren gerade noch sichtbar, da sind sie. Die ziehe ich mal direkt an, dass ich mich nicht desinfiziere natürlich. Was? Was bist du, oder was? Hallo? Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, es wäre ein Feind, der gerade mich ab niederballert, ey. Hallo? Ja, ist gut, ihr habt verstanden. Verdammte Scheiße. Achso. Das ist, by the way, ja, unser letzter Tag hier auf dem Server, ne? Ja, das ist auch mal erwähnen. Unser letzter Abend. Ja, ich würde sagen, war ein kleiner Cut, oder? Auf jeden Fall, Mann. Nice. Perfekt. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in der nächsten Stadt. Kein Ding. In der nächsten Stadt angekommen. Was aimst du auf mich, Alter? Was? Boah, Alter. Ey. Das war schon knapp, ne? Zu viel Eis. Bist du ein mieser Troller. Ja, Leute, Story Start ist hier in 10 Minuten. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir das hier noch ein bisschen durchziehen mit euch. Ich würde auch sagen, hier mit euch ziehen wir wahrscheinlich mit euch. Ziehen wir das jetzt nochmal durch hier, die letzten paar Minuten. Genau. Und ich schwör's dir, wenn der Server restartet gleich, ich join hier nie wieder. Ja, Blacklist instant. Ja, Ich meine, er war ganz geil am Anfang, aber mittlerweile... Er ist wirklich ganz gut. Das Problem ist, die Community ist halt richtig toxisch und hier geht halt meistens sowas auf dem Airfield, was ich sehr schade finde. Und ja. Ich meine, jeden Tag Airfield ist auch langweilig. Ja. Jetzt sind die letzten 10 Minuten auf dem Server, Bro, und ich finde hier 20 Dosen auf einmal, ich die auch, man sonst ja gerne gehabt hätte. Ich auch. Aber gut, okay, irgendwo muss es, darf wir liegen hier in Sobotka. Ich würde sagen, um die Stimmung hier ein bisschen aufzulockern, haben wir noch ein paar Gags am Start, oder was? Natürlich, kannst du noch eine Minute warten, ich muss schnell rausholen. Klar, können wir noch mal ein bisschen warten, ich meine, wir sind sowieso gerade zusammen hier am Looten, alle. Ja, überbrück mal fix die Zeit. Ja, klar, hier sind Baustellen, also... Ja, willkommen zu Daisy 19 Uhr natürlich hier. Oh, ist das schön, Alter. Gags, ne? Ich muss unsere Liste, ich muss so hart runterscrollen. Oh nee, oder? Minute. Das darf natürlich auch nicht fehlen, Digga. Scheiße, ey. Jo, Leute, da sind wir wieder zurück nach dem nicen, spontanen Server-Restart. Ja. Gut, dass es den gegeben hat, dadurch ist die Server-Performance jetzt natürlich hier bei 9000. Aber gut, man sieht natürlich jetzt auch mal wieder einen Kilometer weit, das war vorher leider nicht der Fall. Aber was willst du hier auch sehen? Stimmt, das ist recht, der Nebel ist weg. Das fällt dir jetzt erst auf. Ja, ohne Scheiß. Ja. Ja, wir haben zwei Gags vorbereitet, Bro. Willst du anfangen Schulter oder was? Deine Schulter geht schon wieder total nach unten. Was, Mann, Alter? Das ist nicht normal, ne? Ey, was? Wir müssen echt runter. Fuck off, Digga. Ey! One on one? Folgen Weihnachts One on one? Achso. Ja, da würde ich sagen, hau ich mal direkt. Lass mal weiterlaufen, oder? Ja, yeah, sorry. Und dabei Gag vorlesen. Das Game hat mich abgelenkt, ja? Ja, genau, perfekt. Und zwar habe ich hier zum Beispiel einen Bro von Julia K. Und sie schreibt: Mein Name ist Britt. Wie bitte? Wie der Kleber, nur mit B. Buhu! Julia, Mann. Ey, Julia habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen, ohne Scheiß, ne? Lang nicht mehr gelesen, natürlich auch Veteranen hier. Veteranen 19 hier. Uhr und droppt immer mal den ein oder anderen Gag, Mega-Gag. Bro. Achso. Du hast auch noch einen? Natürlich hier. Und zwar mein Gag, Doppelpunkt. Wie heißt der brutalste Sport der Welt? Fußball. Da wird geköpft und geschossen. Shadowplay, auch ein bekannter Name. Grüße genauso, natürlich mein Bester. Shadowplay, da nimmt der ein oder andere Let's Player natürlich auch mit auf. Grüße gehen raus hier an Nvidia. Ist natürlich auch eine Aufnahmesoftware an der Stelle. Wer auch gegrüßt werden will. So aggressiv mittlerweile, ne, das Game. Wer auch gegrüßt werden will, schreibt doch mal einen Gag in die Kommentare. Ja, muss auch nicht lustig sein, wie ihr seht. Wir sind hier sehr, sehr anspruchslos, obwohl geht eigentlich, ne? Also nicht wir lustig, aber muss schon mit Niveau dabei sein, weißt du? Niveauvoll ein bisschen. Niveauvoll muss natürlich sein. Nee, nicht so assi sein. Halt, ne? Das ist bei uns ganz wichtig. Ja, ist natürlich ein familiärer... Dass wir einfach eine gewisse Grenze nicht unterschritten. Genau, genau. Ist ein familiäres Projekt hier. Ja, klar. Für die ganze Familie. Natürlich, ja klar. Und, na klar. Ja, ihr könnt auch... Wie gesagt, alle einladen, Schwester, Großmutter, Mutter. Ja. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, mit wem ihr gerade so im Wohnzimmer sitzt und euch die neueste Folge. Die neueste Folge, die sie 19 Uhr anschaut. Würde uns mal sehr interessieren. Ja. Danach wird in einigen Familien natürlich schon Abendbrot gegessen, wenn es wieder heißt hier, yo, liebe Leute. Aber gut, Bro, ich würde sagen, ach so, nee.
Was ist los? Achso. Kommt hier eigentlich überhaupt noch was? Ich weiß es nicht. Hier ist irgendwie so ein... Wir laufen einfach, hier ist nix. Was ist das denn da, Alter? Auch so ein bisschen an der Map, dass da nichts ist. Kann man da rauf? Niedek kommt da unten. Wir können doch mal ins Prison gehen. Oder? Abschluss Prison? Das müsste da hinten auf dem Berg sein. Ich will da rauf, Bro. Ja, wo? Ja, können wir machen. Wie, du willst da drauf? Was machst du denn da? Da ist so eine Da kann man doch rauf, oder nicht? Bin ich bescheuert, ey. Wahrscheinlich jetzt, oder? Achso. Es ist aber natürlich auch ganz logisch, hier Leitern anzukleben und hier unten keine zu machen, damit man da auch vollständig hochkommt. Wo ist dein Problem? Wie, wo ist ein Problem? Ich will da hochklettern, das ist mein Problem. Wo hoch? Ja, hier auf den Turm. Ach so. Ja, du kannst von hier da dran springen. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, Leute. Ah. Wo ist... Ja, hab einen Cut gemacht. Ach so, perfekt. Leute, als Abschluss hier natürlich auch noch auf der gefährlichen Insel, wahrscheinlich Insel, ne? Ja. Gefängniskomplex. Ja, ist das Prison natürlich hier immer auf einer Insel, wo wir auf die Eile auch Gefängnisinsel, ne? Ja, doch auf der Insel, ja, stimmt. Ja. Konzeptuell natürlich abgeguckt hier aus dem einen oder anderen Survival Game, dass es eine Gefängnisinsel gibt, Bro. Aber hier war Bohemian natürlich sehr kreativ und hat das Ganze natürlich hier auf ein Berg gesetzt. 1:1 natürlich wie aus Achso. Ja, natürlich. Es geht doch am schnellsten halt, um eine Map zu entwickeln, oder nicht? Stimmt eigentlich. Ach so, lol. Ach. Ach, scheiße, Mann, ja. Auf dem Schieß, oder? Du warst das. Nein, das war ich nicht. Doch. Digga, ich hocke im Busch. Ja, ich sehe dich doch. Ach so. Und deine Waffe hat sich genau so angehört. Hier, MP5. Ja, ich würde die gerne nehmen, aber die Zombies... Nicht auf mich! Oh mein Gott, du hast mich erwischt, Digga, ich bin dead. Du bist nicht dead, das sehe ich doch. Ey. Geiles Game. Hier, brauchst du eine Weste? Nee. Ich brauche gar nichts mehr. Vorhin habe ich noch gesagt, ich kann dir vertrauen, aber jetzt wurde ich auch sogar von dir angeschossen. Was ist das denn? Eine Weiger? Habe ich noch nie gesehen. Das ist die neue Waffe, ja, im Game. Oh, sick. Seit dem Update neu. Jo, chill doch. Ach so. Nicht schlecht hier. Nicht schlecht. Ja, apropos Waffe, Bro, das sind natürlich auch die letzten Minuten auf dem Server für unseresgleichen. Genau. Wir verabschieden uns hier langsam von dem Server und suchen uns natürlich für Donnerstag einen neuen Server raus, ne? Ja, vielleicht mal gucken, vielleicht so ein kleines Weihnachtsfest. Das Weihnachten ist schon vorbei, oder? Donnerstag? Nee, oder? Nee, das ist noch zweiter Weihnachtstag. Perfekt, dann würde ich sagen, bringen wir da ein Weihnachtsspecial, Bro, und gucken mal, ob wir nochmal einen der asozialen Server reaktivieren können, wie zum Beispiel Trump's Wall, aber es gibt natürlich noch den einen oder anderen asozialen Server, Bro, wie zum Beispiel Usonia. Oder auch eigentlich fast alle. Eigentlich fast alle, ne? Ja. Aber warte mal, die Folge kommt heute echt Weihnachten raus, oder? Das stimmt. Ist unsere Weihnachtsfolge, oder was? Das ist natürlich. Leute, frohe Weihnachten! Das große Weihnachtsspecial vor Weihnachten. Wir haben natürlich dabei an euch gedacht. Natürlich! Oh nee. Was ist los? Ich bin daneben gejumpt, ich bin bewusstlos. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis Donnerstag, Bro, oder? Ich springe hinterher, würde ich sagen. Bis Donnerstag, Leute, und tschüss! Nice, perfekt. Liebe Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Die nächste Folge kommt natürlich Donnerstag 19 Uhr wieder und halt auch ein bisschen mehr ankert wie diese Folge, denn uns bleibt leider keine andere Wahl, da unser Zeitmanagement natürlich über die Weihnachtszeit ein bisschen eingeschränkt ist, Leute. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für, aber ganz ehrlich, Hauptsache es kommt was für euch, oder nicht? Ist doch auch Ehrenmann-Aktion, oder nicht? Gut, Leute, würde mich über den Daumen freuen und bis zum nächsten Mal, haut rein, euch einen schönen Abend noch, euer Luzi und eine schöne Weihnachtszeit, ne? Tschüss. Macht's gut.